Also ich komme regelmäßig in die Bahnstadt unter der Woche, weil meine Kinder hier in den Kindergarten gehen. Genau. Also wir sind super oft hier, weil wir in Rohrbach wohnen und man dann den Radweg natürlich auch super nutzen kann. Und dann Spielplätze gibt es hier ja ziemlich viele und wir steuern eigentlich alle mal an, immer mal wieder abwechselnd. Ja, und was eigentlich auch total schön ist an der Bahnstadt, ist, dass man die Nähe zum Feld hat und es auch ganz viele Tiere gibt, die man anschauen kann. Also mein Sohn geht auch immer total gerne zu den Höfen, die Kühe anschauen, die Hühner anschauen. Das ist halt das Tolle hier, dass man schnell in der Stadt ist, da alle Möglichkeiten hat, aber eben auch schnell in der Natur ist, Tiere anschauen kann, die Spielplätze nutzen kann, aber trotzdem auch ja, ein bisschen Natur hat und viel an der frischen Luft sein kann. Nah am Kaffeestand. Ja, genau. Und am Waffelstand. Ja, freitags auf jeden Fall. Ja, freitags im Markt ist auf jeden Fall Waffelstand. Ja. Dann haben die Kinder Spaß und die Mama. Ja. Ich heiße Lukas. Also, am meisten gefällt mir die Nestschaukel, aber am meisten nutze ich den Sandkasten. Und das mit dem Sand ist, man kann halt einfach, naja, man kann sich reinsetzen, wenn er schön trocken ist. Und man kann auch gut Sachen damit bauen und so. Und das Gute daran ist, es gibt hellen und dunklen Sand. Mit dem dunklen kann man besser stabil bauen und mit dem hellen kann man besser verzieren.